Shalom, meine lieben Leute. Nun ja, The Open Squall auf YouTube zeigt es und The Open Squall ist ein Kanal, der letztlich wirklich einer von wenigen soliden christlichen Kanälen hier auf YouTube ist. Und ich kann es nicht zu 100% bestätigen, aber ich habe auch nichts dagegen. Liebe Leute, ich kam bislang nie dazu, die Offenbarung wirklich komplett durchzulesen, noch einmal durchzulesen. Ich las bereits die Bibel einmal komplett durch und immer wieder, aber ich analysierte die Offenbarung bislang noch nicht und ich weiß nicht, ob er recht hat oder nicht, und The Open Squall sagt, dass wir vom 30. September 2019 zurück auf den 17. September 2012 zurückgehen werden. Wieso ist das so? Nun, der 17. September war der Neumondtag im Jahr 2017, Jahr 2012, liebe Leute, Neumondtag im Jahr 2012 war der 17. September. Und jetzt nach dem Posaunentag, der ja nur kurz nach dem Neumond stattfindet, haben wir im Jahr 2019 wohl dann den Tag, an dem es zurückgeht. Und The Open Squall hat sehr, sehr viele Videos dazu, sehr lange Videos, über eine Stunde, und es dauert wirklich einige Zeit, bis man da durch ist oder sich auf seinem Blog The Open Squall alles durchlas. Und ich weiß nicht, wieso er keine komplette Übersicht dazu hat, wieso er nicht einfach mal ein Video, ein Post hat, indem er alle relevanten Bibelverse zeigt oder darüber spricht und alles kompakt erklärt. Vielleicht soll es so sein, vielleicht geht es um die Furcht vor Gott, aber ich darf es, so Gott will, hier anscheinend tun und sage es euch: Zum Posaunentag gebe ich das Wort aus und wir dürfen nicht eigensinnig interpretieren und nicht weltlich philosophieren, wie ich es immer und immer wieder zeigte, aber wir sind alle im Leib Christi und wir wissen nicht, ob dies stimmt. Ich kann es nicht bestätigen, wie gesagt, das Herz wird zu einem Gedanken, aber in meinem erneuerten Ich, ich fühle, es ist irgendwas da, irgendetwas scheint einzutreffen, aber ich bin mir nicht sicher. Wir wissen, die Macht aus Star Wars, The Shining, alles Hohn und Spott bezüglich wahrer Geistesgaben von Gott. Nicht wahr, liebe Leute? Und hier web.de zeigt es, die Zeitumstellung kommt, die kommt erst in einem Monat. Wieso reden Sie hier darüber? Sprechen Sie im okkulten Sinne über diese Zeitumstellung, liebe Leute? Und ja, The Open Squall zeigt, es in so vielen Filmen, in so vielen Serien könnte man darüber reden. Jeder Mensch hat schon einmal über so etwas nachgedacht. Was ist, wenn ich aufwache und ich bin wieder in irgendeinem anderen Jahr? Ich gehe zurück in die Zeit. Vielleicht haben wir das aus einem gewissen Grund, liebe Leute. Nun ja, The Open Squall zeigte so einiges, er deutete einige Dinge aus der Offenbarung in Ereignissen aus den letzten Jahren hinein. Es mag stimmen, wir sollen nachsinnen. Ich sehe bei ihm keine überschwänglichen Interpretationen. Und nun ja, jetzt sollen diese und jene Dinge eingetroffen sein und im Jahr 2019, am 30. September, soll es also wieder zurückgehen, denn die Bibel schreibt etwas über bedeutsame 7 Jahre. Ihr könnt auf Google schnell zu Seiten kommen, die euch ganze Texte übersetzen, ihr könnt euch da auch selbstständig informieren, und ich weiß es nicht, ob manche Bibelverse über so einen Sprung in die Zeit sprechen oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich sehe da keine Teufelsfalle darin. Bei The Open Squall kann ich mir absolut nicht vorstellen, und ich habe wohl den Geist Unterscheidungsgeist, dass er das einfach nur für Aufmerksamkeit tut. Er ist seit Jahren aktiv und die Klicks, wie bei allen Christen, da scheint nicht zu helfen, obwohl hier natürlich alles manipuliert ist. Es mag also sein, und die Frage ist jetzt, warum sollte das passieren? Nun ja, es macht alles sehr viel Sinn. Wir sehen natürlich wirklich in den Medien überall immer diese Anspielungen auf Zeit. Parker Lewis hier, ja, das Wasser, Wasser ist Zeit, ja, die Zeit fließt wie ein Fluss, das Wasserzeichen, der Trip in die Vergangenheit, Kylie Minogues Album Step Back in Time, zurück in die Zeit, ja, all diese kleinen Anspielungen, web.de, noch viel mehr bei The Open Squall und natürlich die großen Sachen, zurück in die Zukunft und all das, Supernatural, zurück in die Zeit. Und ich denke auch, dass es kein Zufall ist, dass ich ausgerechnet jetzt zu Supernatural kam. In all den 13, 14 Jahren, in denen diese Serie existiert, habe ich mich nie damit beschäftigt, und nun kam ich jetzt zu dieser Serie, und so geht es für mich quasi zurück in die Zeit, und ich entdecke allerhand massive Okkult-Symbolik dort, und ich denke mir nicht, dass es Zufall ist, dass ich den Menschen jetzt darüber berichten soll. Liebe Leute,
kurz vor dem Ende dieser Serie und vielleicht kurz vor dem Zeitsprung, liebe Leute. Es mag alles real sein, wie auch immer, wieso sollte das passieren? Ich kam im Jahr 2014 zur Wahrheit, durch Theo Sam ein besonderes Brummtonphänomen recherchiert. Ich kam erst dann wirklich zu Gott, zur Bibel, trat aus der katholischen Kirche aus. Aber ich fiel auch immer wieder zurück und vielleicht möchte Gott es ungeschehen machen. Natürlich, ich verlasse mich auch auf die Gnade des Herrn, das reicht. Aber möchte Gott, dass alles nochmal geschieht? Ich weiß es letztlich nicht. Es kann sein, das kann also wirklich sein, liebe Leute. Und natürlich, seit 2015 hat sich vieles verändert. Ja, ich sehe keinen Menschen mehr, der für eine Sekunde nachdenkt. Die Endzeit, ein Kleinkind erkennt es, es ist alles da. Die ganze Welt dient Satan wirklich nur noch überall purer, offener Satanismus, alle sehen immer weg. Vielleicht soll es so nicht sein, vielleicht gehört es immer zu Gottes Plan, das zurückzudrehen. Und natürlich, dann wäre sogar die Sage um 2012 real, letztlich. Nicht wahr, liebe Leute? Man sagt ja 2012, da wird die Welt untergehen. Vielleicht wissen Dämonen von Gottes Plan und haben es irgendwie den Menschen zukommen lassen, auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt doch diese Sagen, 2012, die Welt geht unter, es gibt einen Film dazu, liebe Leute, und letztlich hätte das dann gestimmt, ja, denn auf gewisse Weise ging dann 2012 die Welt unter, weil seit 2012 haben wir somit eine Realität, die bald nicht mehr real sein wird, die letztlich nie wirklich real war. Wenn wir jetzt also zurück in die Zeit gehen, ist alles seit 2012 weg und das vom Jahr 2012 an bis jetzt, bis zum Jahr 2019, war quasi nie existent. Die wahre Welt endete also im Jahr 2012 und jetzt wird sie also wieder zurückgestellt, liebe Leute. Und wenn ich im Jahr 2012 ankomme und ich hätte das Wissen, das ich jetzt habe, würde sich für mich viel, viel ändern. Ich würde wohl mein ganzes weltliches Leben zerstören und einige Dinge, die für mich ganz brauchbar wären, hätte es nie gegeben. Ich wäre wahrscheinlich damals dann, oder ich würde dann, wenn ich wieder ins Jahr 2012 komme, auch wieder direkt meine berufliche Laufbahn verlassen und mich YouTube und den Predigten widmen, liebe Leute. Aber wie gesagt, Gott ist gut, das sagt auch The Open Square, verlasst euch einfach auf Gott, ja. Ihr seid seit 2012 zum Glauben gekommen, eure Kinder wurden geboren, wie bei mir, viele Leute starben, werden sie dann wieder da sein? Wir wissen es nicht, liebe Leute, aber gebt einfach alles in die Hand Gottes, er wird euch auch dann wieder zu euch führen. Und The Open Square ist, glaube ich, sogar so weit, dass er sagt, im Jahr 2015, also 3 Jahre von jetzt an, wenn es zurückgeht, ja, in 3 Jahren, im richtigen Jahr 2015 dann also, nachdem wir wieder ins Jahr 2012 kamen, soll der Antichrist offenbart werden. Man weiß es nicht, liebe Leute. Auf jeden Fall, The Open Scroll zeigt es, vieles aus der Offenbarung ist eingetroffen und eines meiner ersten Videos mit vielen tausenden Klicks, die ich damals hatte auf meinem originalen Detlef Dadowitz-Kanal, waren die Videos über den 23. September 2017 und alle lachten dann natürlich, die Spötter angekündigt in der Bibel, haha, da passierte ja nichts, doch ich bin mir bis jetzt sicher, dass an diesem Tag ein besonderes Zeichen am Himmel zu sehen war. Ich glaube, es war diese Frau am Himmel aus der Offenbarung, die wir an dem Tag sahen. Liebe Leute, also, lange Rede, kurzer Sinn, die Bibel warnt vor Altweibersprüchen. Verlassen wir das weltliche Ganze. The Open Scroll zeigt euch die Bibel. Er meint, gewisse Dinge sind eingetroffen aus der Offenbarung und jetzt kommt es zum Rückschritt in die Zeit, liebe Leute. Ja, zum Beispiel diese Dinge mit Satan und Christus in der Wüste. Ja, diese 3 Versuchungen, die schreibt er auch 3 Abläufen aus der Offenbarung zu, liebe Leute. Im Jahr 1991, als er auf das Thema Zeit aufmerksam wurde, wurde wohl die Offenbarung eingeleitet und dann passierte noch dies und jenes. Und jetzt haben wir es mit Schmita Nummer 4 zu tun, wie es heißt, ja, mit einer
mit einem Szenario aus der Offenbarung Nummer 4, liebe Leute, und das ist jetzt zurück in die Zeit. Es ist sehr kompliziert, ich versuche es euch zusammenzufassen. Er interpretiert so und so, er sinnt so und so über die Bibel nach und kommt zu dem Schluss, nachsinnen sollen wir. Ich sehe bei The Open Scroll nicht, dass er sagt, die Bibel sagt das, aber ich sage euch einfach, das ist so und so. Wir haben eine Dreifaltigkeit, zum Vollmond fängt der Neumond an. Das sehe ich bei ihm nicht. Er sieht das darin, wir sind alle im Leib Christi. Es kann also natürlich sehr gut sein, das Jahr 2012, dass alles jetzt hier noch einmal passieren soll. Das kann alles sehr gut sein. Wie gesagt, vom Posaunenfest, von diesem besonderen Tag, soll es zurückgehen auf den Anfang eines Monats im Jahr 2012, der 17. September 2012, Neumondtag, es kann sein. Laut The Open Scroll werden sich nicht alle erinnern können, verlasst euch einfach auf Gott. Und ich sagte es, ich warnte alle, ich wollte hier zu Konrad, dem ich das schrieb, ich weiß nicht, wie er reagieren wird, Sami Erfurt schrieb ich ebenfalls davon, er meldete sich schon, so Gott will, gleich dazu, Ulf Diebel, besonders Antichristen wie Ulf sollten beten, springen wir doch wohl bald zurück. Bei ClusterVision war ich, tut Buße, liebe Leute, ich war bei No Icon, Xavier macht ja nichts mehr, ja, für sie sehr wichtig, der Mensch, der sich Geist der Wahrheit nennt, ein absolut satanischer Kanal, er sollte natürlich Buße tun, so gut es geht, Joggler, bei Tony Mahoney kann man nicht mehr kommentieren, In Love zeigte ich es, informierte sie, Bruder Silvio ist nicht mehr da, hier solche Spötter, naja, Zeus Feuer wurde angekündigt. Bruder Upgrade, ich informierte diese Heiden, die Wahrheit ist einzig, The Vision, alle möglichen Christen, Giovanni natürlich, wie auch letztlich Johann Strobel, Ti amo Jesu Christo, sie hat mich inzwischen gefragt, was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Ich sag dir, dass ich dieses Video machen werde und ich sagte auch The Open Scroll, ich wünschte, er hätte ein kompaktes Video zu all dem. Mein Bruder Chris sagte ich Bescheid, meine lieben Freunde. Das hier natürlich auch sehr signifikant, ja, die vier Frauen, die vier Jahreszeiten, schwarz und weiß, eine Anspielung auf die Zeit, die Jakobsleiter, die schwarze Uhr, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Tja, liebe Leute, es kann schon sehr gut sein, dass etwas passiert, meine lieben Leute. Für mich ist es genauso überraschend und etwas verwirrend wie für euch, nur diese Sache scheint plausibel, ich kann sie nicht widerlegen. Sollte nichts passieren, kann es natürlich sein, dass wir die letzten 7 Jahre noch einmal lebten, nur wir haben selbst von nichts mitbekommen. Wenn wir im Jahr 2012 sind, kann es sein, dass wir uns an nichts erinnern und einfach meinen, alles ist normal. Gestern war der 16. September 2012. Oder es kann natürlich sein, dass sich weniger an diese Dinge erinnern werden und vielleicht werden uns diese Leute kontaktieren und von alles erzählen. Und wir wissen, Gott sei Dank sind wir Leute, die den rechten Glauben haben und dann werden wohl wir auch zur Wahrheit kommen. Liebe Leute, ihr seht, das ist alles da. CERN, der Mandela-Effekt, sogar der Wrestler Kurt Hennig. Jeder weiß, er heißt Kurt Hennig. Er ist jetzt Kurt Hennig. Es ist wirklich unfassbar. Liebe Leute, nun ja, bitte passt auf, seid alle gesegnet, so bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja. Shalom.